Es ist ein unsäglicher Zustand, und dass man da nur noch über Internet eigentlich der Wahrheit auf die Spur kommen kann, ist eine trostlose Situation. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Geheimdienst wie die CIA noch hinterfüttert von NSA, die ganzen Abhörtechniken rund um den Globus bis in die Großcomputer hinein beherrschen, dann kann man sich schon vorstellen, dass mit einigen gesetzten, klugen Journalisten, denen man aus diesem Abhöraufkommen und der Spionagetätigkeit bestimmte Dinge, interessante Stories zuschiebt bei der Springerpresse, weiß ich nur, dass die Bild-Zeitung, das ist in Amerika völlig bekannt, mit $7 Millionen von der CIA gegründet worden ist. Und damit haben sie, und wenn sie die deutschen Kanzler, ob SPD oder CDU nehmen, die erklären, wir regieren das Volk mit der Bild-Zeitung und im Fernsehen. Und um diese Fragestellung kaputt zu machen, wird jeder als Conspiracy Theorist, als Spinner, als richtiger Spinner, als Nut dargestellt und fertig gemacht. Und kein Journalist, der sich dieser Aufgabe widmet, die eigentlich seine eigentliche Aufgabe wäre, wenn wir eine Demokratie hätten, die so wertvoll wäre, dass wirklich die Presse ihrer Aufgabe nachkommen würde, passiert das eben nicht. Und dieser Journalist in Amerika sagt, man macht Career Suicide, macht ein Karriere-Selbstmord, wenn er diese Thematik aufgreift. Und das haben wir leider Gottes in der Bundesrepublik, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass das vom Spiegel über Stern, was auch immer, unisono so gehandhabt wird wie jetzt und im Grunde genommen nur über Minderheiten, die Gott sei Dank hier versammelt sind unter Umständen, Dinge letztlich in die Tiefe des Volks dringen können, aber nicht über die eigentlichen dazu berufenen Vertreter der Medienlandschaft. Wenn man natürlich 1945 folgende, haben alle Zeitungen Lizenzen von den Alliierten bekommen. Ja. Was da möglicherweise gespielt worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Das weiß ich nicht. Der Geheimdienst ist, mit wie Länder manipuliert werden. Wir gucken uns immer irgendwo Fidel Castro an, also ein Beispiel, oder Pinochet oder den Sturz von Allende. In Wirklichkeit haben die Amerikaner mindestens 50 Staatsregierungen gestürzt über Putsche. Ja, beim 11. September, das war natürlich wie bei Ihnen allen, als wir hörten, dass dieses schreckliche erste Ereignis mit dem ersten Flieger stattfand, sagt meine Frau, komm mal her, da ist was Unglaubliches passiert. Und dann kam der zweite Flieger und dann kam kurze Zeit danach, waren schon die ersten Staatsmänner am Mikrofon und erklärten, wer es gewesen sei. Das müsse wieder Osama Bin Laden gewesen sein, der ihnen schon mal auf dem Tablett von, ich glaube, Nigeria überreicht worden wäre, haben sie aber nicht gewollt. Hätte er möglicherweise Aussagen gemacht vor Gericht. Inzwischen kann er ja auch keine Aussagen mehr machen, weil man ihn im Meer versenkt hat. Diese vier Flugzeuge gesteuert haben sollen. Dann soll innerhalb von 2 Stunden der ganze Staatsapparat der Vereinigten Staaten, was Verteidigung angeht, total versagt haben. Das kann im Grunde genommen gar nicht sein. Inzwischen sagen alle Sachverständigen, die jemals in den Apparaten gearbeitet haben, das kann nicht gewesen, das stimmt auch nicht, das ist eine manipulierte Geschichte. Hier ist es so, dass jeder, der auch nur Fragen stellt, sofort mit dem Knüppel des Verschwörungstheoretikers bearbeitet wird. Und neulich habe ich gelesen, dass sogar dieser Begriff Verschwörungstheorie, dieses sogenannte Schimpfwort, sogar auch von der CIA konstruiert worden ist. Und dann wird man eingeladen und dann wird man als Antisemit versucht runterzumachen. Das ist überhaupt das Erste. Also wenn man in Deutschland irgendwo auch nur kritisches Element über israelische Politik sagt, ist man ein Antisemit, und dann fallen in diese Falle unendlich viele rein. Auch das ist ein unglaubliches Denkverbot. 3 Wochen nach dem 11.9. Der frühere NATO-Oberbefehlshaber Clark bei seinen Stabschefs vorbeiging und dann riefen die, sag, hör, komm mal rein, Kamerad, wir haben da ganz interessante Aufträge bekommen. Da sagt er, wir haben jetzt von Rumsfeld, vom Verteidigungsminister, den Auftrag, ich glaube in 8 oder 9 Staaten Regime Change zu organisieren, militärisch.
Dieselben Leute haben dem Netanyahu ein Regierungsprogramm geschrieben, Jahre vorher, um Gottes Willen nichts aufzugeben, keinen Kompromiss mit den Palästinensern einzugehen. Ein jahrtausendalter alter Traum darf nicht aufgegeben werden. 2000 Jahre träumt man von Groß-Israel, also muss Groß-Israel geschaffen werden. Man wird doch nicht wegen diesen paar Palästinensern, die da zufällig noch wohnen, diese Idee aufgeben. Das ist dieselbe Mannschaft, die ein Jahr vorher gesagt haben, wir brauchen ein neues Pearl Harbor, sonst denken die Amerikaner, man könnte Einsparungen bei der Militärpolitik machen. Libyen war vorbereitet, Syrien war vorbereitet, Libanon ist vorbereitet, Iran ist vorbereitet. Das geht jetzt in einem fort. Und Sie können im Grunde genommen als Publikum schon sehen, wenn Sie 3, 4, 5 Wochen jeden Abend nur eine Schrecklichkeit nach der anderen eines Landes vorgeführt bekommen. Und Sie finden ja jetzt überhaupt keinen Beitrag mehr über Libyen. Das war, haben Sie doch jeden Abend gekriegt, wie schrecklich dieser Gaddafi war. Ja. Ich will den gar nicht verteidigen, aber jeden Abend. Der größte Teil der Kriminalität, mit denen wir hier täglich zu kämpfen haben, mit diesen Drogenabhängigen, hängt letztlich damit zusammen, dass das alles ein Riesenkreis ist, der im Grunde genommen nicht unterbrochen werden darf. Und das haben die Taliban in Afghanistan gemacht? Ja, natürlich. Klar. Ja. Die Taliban waren diejenigen, die gedacht haben, sie würden den Amerikanern einen Gefallen tun, wenn sie den Drogenhandel unterbinden. Ja. Genau das war der Fehler. Angeblich oder wirklichen terroristischen Anschlägen hier in, ob das London ist, ob das also nicht nur 9/11, sondern auch viele Folgeaktivitäten oder Terrorgruppen, die plötzlich entdeckt werden, wie Sauerlandgruppe oder sonst irgendwas. Haben wir da dasselbe Muster? Also das glaube ich ja. Sauerland ist für mich betreutes Bomben. Das ist, also. Und die Sicherheitsbehörden werden fetter und fetter. Die Sicherheit, die Homeland Security hat 180.000 Leute seit 2001 sich angelacht und militarisiert sich jetzt in einem unglaublichen Umfang. Konzentrationslager sind auch schon alle errichtet. Wie heißt es so schön, bei einem Krieg ist die Wahrheit das Erste, was auf der Strecke bleibt, und dass diese Erkenntnis einen tieferen Sinn hat und dass die Lüge in der Tat immer die Begleiterscheinung von Vorgeschichten von Kriegen ist, das ist Gegenstand unseres folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Gesprächsrunde beim Alpenparlament, diesmal vom Alpenparlamentskongress. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Andreas von Bülow. Ich bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit haben, über einen Themenbereich in einer Offenheit zu sprechen, wie es extrem selten ist. Ich will einfach zu Beginn unseres Gespräches meinen Dank und meinen Respekt zum Ausdruck bringen, weil es ich außer Ihnen keinen einzigen Politiker kennengelernt habe, der in dieser Form, in dieser Gradlinigkeit über Jahrzehnte den Mut gehabt hat, bestimmte Dinge auszusprechen, dafür viel Prügel eingesteckt hat. Und das ist etwas, was ganz selten in der Kultur unseres Landes ist. Und wenn man sagt, dass ein Abgeordneter, ein Politiker seinem Gewissen verantwortlich sein soll, so wie wir es im Grundgesetz festgelegt haben, dann ist das bei Ihnen der Fall. Herzliches Dankeschön. Dankeschön. Es geht im Folgenden um letztendlich den großen Komplex von staatlich gelenkten Aktivitäten, die einen anderen Eindruck in der Öffentlichkeit erwecken sollen, als das, was in Wirklichkeit dahinter steckt. Der Ausgangspunkt bei Ihnen und bei Ihren Überlegungen und auch Ihren wissenschaftlichen Publikationen war der 11. September. Sie haben ganz früh gesagt, dass das, was einem dort erzählt wird, nicht passt. Also ich gehe noch weiter zurück. Ich hatte das Problem, Herrn Schalk-Golodkowski aufzuklären, der der stellvertretende Wirtschaftsminister der DDR war, in Wirklichkeit ein General der Staatssicherheit, der Stasi, der im großen Umfang mit der ganzen westlichen Welt Wirtschaftskriminalität zugunsten der DDR betrieben hat
Und als ich von meiner Fraktion den Auftrag bekam, diese Chose aufzuklären, mit einer ganzen Arbeitsgruppe zusammen, dachte ich, ach Gott, das ist ja eigentlich ganz nett, da ist ein kommunistischer Laden endlich mal aufgebrochen worden und jetzt kann man von den Hinterhöfen her in die Zimmer reinschauen, was da eigentlich so alles getrieben worden ist. Und bei der Suche nach der Wahrheit und nach der Objektivität muss ich gestehen, dass ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben 3 Jahre gebraucht habe, um nicht wirklich rausgefunden zu haben, was eigentlich Sache war. Das hing damit zusammen, dass uns Akten zur Verfügung gestellt wurden, von denen von drei Seiten 2 Seiten weiß waren. Und die 2 weißen Seiten, da war ein Stempel drauf, handelt sich um Erkenntnisse von befreundeten Diensten. Wir sind nicht zur Weitergabe befugt, wir bemühen uns um die Freigabe. Das ist natürlich nie passiert. Und am Ende dieser 3 Jahre, nachdem auch sehr merkwürdige Kooperationen von Geheimdienst zu Geheimdienst, von West nach Ost und Ost nach West stattgefunden haben musste, bin ich nach Amerika gereist und habe mir mal die Szene dort angeschaut. Und das war ein unglaubliches Erlebnis für mich, was ich in Deutschland allein nie bei keinem Professor gelernt hätte. Es war die Zeit, oder kurz danach, die Zeit, wo der Vietnamkrieg die amerikanische Öffentlichkeit so in Rage gebracht hat, auch die Jugend, die Professoren, die Journalisten, dass es Spaß machte, die CIA aufzuklären oder die Drug Enforcement Agency aufzuklären. Und da gibt es unglaubliche Anhörungen, wie die Technik der Geheimdienste ist, mit wie Länder manipuliert werden. Wir gucken uns immer irgendwo Fidel Castro an als ein Beispiel oder Pinochet oder den Sturz von Allende. In Wirklichkeit haben die Amerikaner mindestens 50 Staatsregierungen gestürzt über Putsche. Und diese Putsche, die muss man sich ja dann erklären, die muss man ja einleiten, die Technik muss man sich erarbeiten. Also wie komme ich an Militärs, die Putsche machen? Wie kann ich einen Umsturz finanzieren? Wie kann ich ein Land in eine solche Erregung, in eine solche Spannung zwischen den Bevölkerungsteilen bringen, dass sie sich nicht mehr gegenseitig ertragen, dass es zum Bürgerkrieg kommt, dass man dann beim Bürgerkrieg dann wiederum mit ein bisschen Militär das Scheißerle auf der Waage darstellen kann. Also diese Technik, die im Grunde genommen so uralt ist, tausende von Jahren alt, die alten Chinesen haben das sicher genauso gemacht wie die Venezianer oder wie die Engländer in ihrer Kolonialpolitik, das hat mich eigentlich reif gemacht für diese Erkenntnis zum 11. September. Und das Modell, was Sie dort gesehen haben und was Sie dort feststellen konnten, in eben beispielsweise Operationen gegen Fidel Castro bei der Frage, wie man Allende beseitigt hat und, oder viele schwarzafrikanische politische Veränderungen herbeigeführt hat. Das ist dann, hat so einen gewissen Höhepunkt im 11. September gefunden. Ja, beim 11. September, das war natürlich wie bei Ihnen allen, als wir hörten, dass dieses schreckliche erste Ereignis mit dem ersten Flieger stattfand, sagt meine Frau, komm mal her, da ist was Unglaubliches passiert. Und dann kam der zweite Flieger und dann kam kurze Zeit danach, waren schon die ersten Staatsmänner am Mikrofon und erklärten, wer es gewesen sei. Das müsse wieder Osama Bin Laden gewesen sein, der ihnen schon mal auf dem Tablett von, ich glaube, Nigeria überreicht worden wäre, haben sie aber nicht gewollt, hätte er möglicherweise Aussagen gemacht vor Gericht. Inzwischen kann er ja auch keine Aussagen mehr machen, weil man ihn mehr versenkt hat. Bei mir sprang dann sofort an, hoppla, das kann eigentlich nicht sein, diese Flugzeuge können nicht so gesteuert worden sein. 19 Jugendliche, die angeblich hochreligiös sind und aus religiösen Motivationen, fundamentalistische Muslime, die da diese 19 Hanseln, die da diese 4 Flugzeuge gesteuert haben sollen, dann soll innerhalb von 2 Stunden der ganze Staatsapparat der Vereinigten Staaten, was Verteidigung angeht, total versagt haben. Das kann im Grunde genommen gar nicht sein. Inzwischen sagen alle Sachverständigen, die jemals in den Apparaten gearbeitet haben, das kann nicht gewesen, das stimmt auch nicht. Das ist eine manipulierte Geschichte. Und dann haben wir wieder im Grunde genommen eine Art Covered Operations, die aber, wenn das
mit einem normalen staatsanwaltschaftlichen Kripo-Verfahren aufgeklärt werden würde, würde eine ganze Regierung entweder in Amerika der Todesstrafe ausgeliefert werden oder sie säßen hinter Schloss und Riegel. Ja. Und das geht natürlich nicht. Eine Staatsmacht arbeitet nur immer aus edlen Motiven und versucht nun über eine falsche Flaggenoperation jemanden das in die Schuhe zu schieben, sodass ganz Amerika inzwischen, wie er ja meistens auch schon, von diesen schrecklichen Muslimen uns bedroht fühlt. Ja. Und ich hatte zufälligerweise auch dieses Buch von dem Professor Samuel Huntington vorher gelesen, der hat Clash of Civilizations. Clash of Civilizations. Der hat mir das der war mehr oder weniger ein intellektueller Berater der CIA. Der hat gesagt, also nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, brauchen wir dringend die westlichen Völker einen neuen Feind. Und das kann nach menschlichem Ermessen nur der Muslimismus sein. Und da war ja schon vorher eingeleitet diese ganze Afghanistan-Szenerie. Sie werden sich erinnern, dass das alles Freiheitskämpfer waren, die da zugange waren. In Wirklichkeit war es eine hochraffinierte, wiederum falsche Flagge-Operation, die der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Carter, Brzezinski, eingeleitet hat, der auch stolz heute noch drauf ist, dass er dieses Volk in diesen Wahnsinn getrieben hat. Er sagt, besser hätten wir eigentlich die Sowjetunion nicht zu Fall bringen können, ja. Was ich nur für eine falsche Information halte, aber immerhin. Es hat ja dann auch Eingang gefunden in dieses berühmte Strategiepapier Next American Century, wo dann Wolfowitz und Cheney und andere die Strategie entwickelt haben und wo ja genau das angesprochen wurde, was dann nachher auch eintrat. Man braucht so ein katharsisches Ereignis à la Pearl Harbor, heißt es da wörtlich. Ja. Und das haben wir dann. Wobei man wissen muss, das weiß aber die Mehrheit eben auch nicht, das streiten einem auch schon die ganzen Geschichtsprofessoren ab. Pearl Harbor ist natürlich ebenfalls ein manipuliertes Ereignis gewesen. Roosevelt hat Jahre vorher mit seiner Umgebung darüber diskutiert, wie man die Japaner sozusagen vor die Flinte kriegen kann, ohne dass man selbst Krieg erklären muss. Und dann haben sie ihnen ein solches Embargo angehängt, dass die fast nicht mehr überleben konnten. Und dann haben sie gesagt, dann führen wir lieber Krieg. Und dann haben die Amerikaner ihnen geradezu auf dem Präsentierteller die Flotte hingelegt, waren aber so schlau, die Flugzeugträger rauszunehmen. Die waren nämlich modern, alles andere war Schrott. Ja. Und da sind die Japaner drauf und dann braucht man nur noch die Pressezaren, die in der Lage sind, die öffentliche Erregung in einem unglaublichen Aufmaß anzuheizen und schon hat man ein Riesenland mit 200 Millionen Einwohnern, wie viel sie damals gehabt haben, von einer Nichtwilligkeit nochmal in einen Krieg reingezogen worden, in die sofortige Willigkeit, in einen Krieg hineinzugehen. Ja, ja. Und das war dann im Grunde auch unser Schicksal. Wir sind damit von Hitler befreit worden, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Wenn man sich diese Methodik anschaut, dann ist der gerade von Ihnen angesprochene Sachverhalt des Gleichklangs oder des Transportierens eines solchen Bildes durch die Medien ein ganz entscheidender Faktor in diesem Spiel. Und das funktioniert, also ich sag mal, wenn wir freie Journalisten und eine freie Presse hätten, also nicht nur Pressefreiheit auf dem Papier, sondern wirklich freie Journalisten und eine freie Presse hätten, würde das ja so einfach nicht funktionieren. Das, was hier ja festzustellen ist, Stichwort 11. September, wenn man sich die Anfangsberichterstattung anschaut, das ist ja unisono wie gleichgeschaltet, also das Nachbeten derselben Lesart gab und keinerlei kritische Fragen. Es ist die totale Gleichschaltung. Normalerweise, wenn es sich um einen normalen Fehlverhalten eines Polizisten geht oder einer Landesregierung oder sonst irgendwas, dann fängt man ja sofort an, sagt mal, das sind ja Merkwürdigkeiten in der Darstellung der Regierung oder der Polizeipräsidiums, was auch immer. Dann greift die Journalie das auf und sagt, da muss doch eine Erklärung dazu herkommen. Und wenn Sie das nicht erklären können, dann können wir davon ausgehen, dass irgendwas verheimlicht werden soll. Wir werden schon dahinter kommen. Hier
ist es so, dass jeder, der auch nur Fragen stellt, sofort mit dem Knüppel des Verschwörungstheoretikers bearbeitet wird. Und neulich habe ich gelesen, dass sogar dieser Begriff Verschwörungstheorie, dieses sogenannte Schimpfwort, sogar auch von der CIA konstruiert worden ist. Die haben sich wahnsinnige Gedanken darüber gemacht, wie sie diese skeptische amerikanische, aber auch Welteinstellung zum Mord von Kennedy, wo die 70-80-90% der Amerikaner nicht glauben, dass es nur dieser Lee Harvey Oswald gewesen ist. Inzwischen weiß man, dass aus unendlich vielen Gründen, dass es nicht gewesen sein kann. Umso dramatischer ist natürlich dieser Hintergrund. Und um diese Fragestellung kaputt zu machen, wird jeder als Conspiracy Theorist, als Spinner, als richtiger Spinner, als Nut dargestellt und fertig gemacht. Und kein Journalist, der sich dieser Aufgabe widmet, die eigentlich seine eigentliche Aufgabe wäre, wenn wir eine Demokratie hätten, die so wertvoll wäre, dass wirklich die Presse ihrer Aufgabe nachkommen würde, passiert das eben nicht. Und dieser Journalist in Amerika sagt, man macht Career Suicide, macht ein Karriere-Selbstmord, wenn er diese Thematik aufgreift. Und das haben wir leider Gottes in der Bundesrepublik, was ich nie für möglich gehalten hätte, dass das vom Spiegel über Stern, was auch immer, unisono so gehandhabt wird wie jetzt und im Grunde genommen nur über Minderheiten, die Gott sei Dank hier versammelt sind unter Umständen, Dinge letztlich in die Tiefe des Volks dringen können, aber nicht über die eigentlichen dazu berufenen Vertreter der Medienlandschaft. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, es gibt auf der einen Seite natürlich die Beispiele. Es gibt den Gerhard Wischniewski und es gibt viele andere, die Prügel bezogen haben. Frieda Wagner ist so einer, die falschen Themen aufgegriffen haben und dann eben aus ihren Jobs, aus ihren Aufträgen und so weiter über Nacht rausgeflogen sind. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, die publizistische Macht einer Springerpresse, die publizistische Macht eines Bertelsmann-Konzerns, eines Spiegels und müsste doch eigentlich die Wahrheit ertragen. Also auch da müsste doch jemand als Herausgeber, als Verleger Redakteur die Recherchefreiheit überlassen. Aber offensichtlich sind die wirklich auch im Griff, nicht nur. Aber ja, das Verhalten dieser Presse macht einen ja wieder zum Verschwörungstheoretiker. Ja, gut. Das ist ja Dinge, die man nicht aufklären kann, wenn eine Kriminalpolizei nur nach rechts schaut oder nur nach links schaut und mindestens drei Viertel aller Optionen, die durchgedacht werden müssen, wo man sagen muss, hier habe ich ein Bündel von Fakten, die muss ich irgendwo in eine sinnvolle, nicht nur Theorie bringen, sondern es muss eine Erklärung des Sachverhalts dabei Ende rauskommen, die in sich überzeugend ist. Und wenn die das von vornherein nicht machen, wenn sie völlig einseitig in eine Richtung laufen und wahrscheinlich auch in die Irre laufen, dann muss man sich überlegen, warum ist das? Bei der Springerpresse weiß ich nur, dass die Bild-Zeitung, das ist in Amerika völlig bekannt, mit $7 Millionen von der CIA gegründet worden ist. Und damit haben Sie, und wenn Sie die deutschen Kanzler, ob SPD oder CDU nehmen, die erklären, wir regieren das Volk mit der Bild-Zeitung und im Fernsehen. Und dann haben Sie, ja, und dann haben wir was zu trinken? Ich kann Ihnen nur eine Flasche anbieten. Und wobei ich die Bild-Zeitung insofern in Schutz nehmen muss, als dieses Buch rauskam, rief mich ein Bild-Redakteur an und sagte, Herr von Bülow, Sie haben ein glänzendes Buch geschrieben. Ich kann Ihnen nur gratulieren dazu. Und sagte, das können Sie ja gar nicht positiv besprechen, denn Sie haben ja ein Eid geleistet oder ein Redaktionsstatut unterschrieben, dass Sie nichts Kritisches über Amerika und nichts Kritisches über Israel sagen werden. Naja, ich bin so alt in dieser Redaktion, ich habe das nicht unterschrieben. Und ich überlege mir jetzt die ganze Zeit, wie ich das Buch so verreiße, dass es möglichst viele Leute kaufen werden. Aber
Aber wenn man natürlich 1945 folgende, haben alle Zeitungen Lizenzen von den Alliierten bekommen. Ja. Was da möglicherweise gespielt worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Aber natürlich werden die Alliierten damals vor die Frage gestellt, was machen wir eigentlich mit diesen Germanen? Wir müssen sie nützen, um gegen die Kommunisten möglichst auch sogar noch in den Krieg zu ziehen, wenn es drauf ankommt. Also was machen wir? Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass auch ein Springer zum Beispiel, nein, ein Spiegel, wo wir ja Augstein. Alle, ich bin auf die Straße gegangen für Augstein damals, als der Adenauer die Redakteure verhaftet hat, den Ost und so weiter. Aber es ist trotzdem merkwürdig, dass Sie dann feststellen müssen, dass in den wichtigsten Ressorts nach 1945 dieses nach amerikanischem Time-Muster aufgebaute Nachrichtenmagazin, was ja uns alle wirklich die letzten Geheimnisse offenbart, dass in den wichtigsten Redaktionsteilen SS-Leute saßen. Das sind handverlesene Leute, die dann auch zum Beispiel den Reichstagsbrand wiederum uminterpretiert haben in eine kommunistische Operation, wie die Nazis behauptet haben. Damit haben sie einen Großteil der ganzen bürgerlichen Welt, die damals dem Nationalsozialismus nachgelaufen ist, haben sie sozusagen entschuldet, nicht die Verantwortung weggenommen. Also es ist ein unsäglicher Zustand, und dass man da nur noch über Internet eigentlich der Wahrheit auf die Spur kommen kann, ist eine trostlose Situation. Gut, jetzt haben wir, wenn wir uns die Presselandschaft anschauen, natürlich einerseits diese Situation, von der Sie sprechen, Lizenzpresse, nur auch das ist jetzt nach 7 Jahrzehnten eine Geschichte, wo man sagt, na ja, gehen denn die Amerikaner nach ihren Erkenntnissen im Hinblick auf bestimmte Schlüsselmedien, beispielsweise in Europa und beispielsweise in der Bundesrepublik, nicht auch zusätzlich noch auf Nummer sicher und haben Ihre Leute in den Redaktionen, dass da nichts aus dem Ruder läuft? Also das ist eben damals als die Pike Commission und die Church Commission, die einen im Senat, die anderen im Repräsentantenhaus, sich diese ganzen Machenschaften angeschaut haben, da kam eben raus, dass die CIA zugeben musste, es ist ja nicht alles veröffentlicht, die ganz schlimmsten Sachen sind geheim geblieben, aber dass sie weltweit mindestens 300 Zugangsjournalisten haben. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Geheimdienst wie die CIA noch hinterfüttert von NSA, die ganzen Abhörtechniken rund um den Globus bis in die Großcomputer hinein beherrschen, dann kann man sich schon vorstellen, dass mit einigen gesetzten, klugen Journalisten, denen man aus diesem Abhöraufkommen und der Spionagetätigkeit bestimmte Dinge, interessante Stories zuschiebt, die machen daraus sozusagen den Skandal auf. Dieser Skandal bewegt die jeweilige Republik, ob französisch oder italienisch oder deutsch oder was auch immer, oder botswanisch. Die können dann über Wochen lang, weil die anderen Medien diese Informationen nicht haben, die müssen alle nachlaufen. Das heißt, die beherrschen dann die Szene für eine ganze Woche. Und es wird meistens so gemacht, diese meistens sogar preisgekrönten investigativen Journalisten, die zeigen immer nur einen Teil dessen, was geheim, was im Grunde die gesamte Wahrheit ist. Und signalisieren damit wiederum Politikern, hört mal, wir haben da noch, wenn wir das wissen, wissen wir auch noch viel mehr im Hintergrund. Und das erpresst im Grunde genommen die Szene. Und deswegen muss man sich als Politiker intensiv damit beschäftigen, ob man auf Dauer unter solchen Bedingungen arbeiten will und arbeiten kann. In der Tat wird dadurch natürlich eine Macht der Medien deutlich, im Interesse natürlich weder der Pressefreiheit noch der Bürger noch dieses Landes, sondern letztendlich gibt es ganz andere Auftraggeber, die im Grunde genommen dann dahinter stehen. Beim Bürger selber, Sie haben angesprochen das Thema Verschwörungstheorie und den Vorwurf, Verschwörungstheoretiker zu sein. Beim Bürger funktioniert das aber als, ich sag mal, Dämpfer in Richtung Wachsamkeit. Ja klar, keiner will einem Verschwörungstheoretiker aufsitzen. Das ist was ganz Schreckliches, vor allen Dingen für Akademiker. Das Schlimmste, was passiert, dass man einem Verschwörungstheoretiker aufsitzt. Nein, es schaltet das Nachdenken aus.
Also es ist wie ein Kriminalist, dem gesagt wird, in der Richtung wird nicht mehr nachgeschaut, dass es IGT geht, da findet man nichts. Und es wirkt ganz massiv. Ja. Und das wissen Sie und das setzen Sie auch genauso ein. Sie können es im Grunde genommen erkennen daran, dass diejenigen, die diesen Vorwurf erheben, im Grunde in einer unglaublichen Häme über einen herziehen. Das sind Charaktermörder. Das ist, die gehen auf keinen einzigen Gedanken ein. Auf keine Argumentationskette gehen sie ein, sagen, das ist zwischen geklärt oder nicht geklärt und da müsste man die Fragen stellen und so weiter. Und der ist im Grunde ins Kraut geschossen, der Bülow oder so weiter. Ja. Das sagen sie gar nicht, sondern der glaubt, der würde auch noch auf dem, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat und dass, ich weiß nicht, UFOs rumspringen oder was auch immer. Ich habe mit den Themen habe ich mich nie beschäftigt und habe es auch nicht vor. Die Kapazität habe ich nicht. Aber sie sammeln im Grunde genommen alle idiotischen Verschwörungstheorien, die sie sich überhaupt vorstellen können, hauen dem den Sack über den Kopf und versuchen einen damit fertig zu machen. Ja. Heißt aber beim Bürger, klar, das ist die Methode der Presse und der Medien und das haben Sie ja genug selbst erlebt. Also ich erinnere mich an eine Sendung mit der Meschberger, die also sonst bei ihren Gesprächspartnern extrem weich gespült war und ist und natürlich nichts von einer kritischen Journalistin hat, die in einer Ruppigkeit mit ihnen umgegangen ist, wo ich gesagt habe, also da hat es schon in der Kinderstube gefehlt. Ich gesagt, dass ich habe den Langmut von ihnen bewundert. Man war kurz davor, der eine runterzuhauen. Also ich war erstens mal sowas von grippekrank. Zweitens hatte ich Beißhemmung einer Frau gegenüber. Und es mag ein Fehler gewesen sein, da nicht rausgegangen zu sein, aber im Grunde genommen sind da sehr viele Sachverhalte dann doch darstellbar gewesen und sind ja dann von anderen, also die Arbeiterfotografie hat ja dann eine ganz genaue Dokumentation gemacht, wie mit welcher Technik Maischberger oder der Hintergrund von Maischberger. Nicht? Da kommt ja vorher ein Gespräch zustande, da kommt einer von dieser Maischberger-Truppe an und wir sitzen zusammen bei uns auf der Terrasse und diskutieren. Das ist ja unglaublich interessant und was sie da alles erzählen und so weiter. Und dann wird man eingeladen und dann wird man als Antisemit versucht runterzumachen. Das ist überhaupt das Erste. Also wenn man in Deutschland irgendwo auch nur ein kritisches Element über israelische Politik sagt, ist man ein Antisemit und dann fallen in diese Falle unendlich viele rein. Das ist ein unglaubliches Denkverbot. Wobei Sie vorhin ja doch erzählt haben oder nein, die Frage gestellt haben mit dieser Mannschaft, amerikanisches Jahrhundert, die Aufgabe, nochmal 100 Jahre amerikanische Weltherrschaft zu sichern. In Wirklichkeit natürlich Ausbeutung der maßgeblichen Firmen und Finanzkonstruktionen aufrechtzuerhalten. Dieselben Leute haben dem Netanyahu ein Regierungsprogramm geschrieben, Jahre vorher, um Gottes Willen nichts aufzugeben, keinen Kompromiss mit den Palästinensern einzugehen, ein jahrtausendalter Traum darf nicht aufgegeben werden. 2000 Jahre träumt man von Groß-Israel, also muss Groß-Israel geschaffen werden. Man wird doch nicht wegen diesen paar Palästinensern, die da zufällig noch wohnen, diese Idee aufgeben. Das ist dieselbe Mannschaft, die ein Jahr vorher gesagt haben, wir brauchen ein neues Pearl Harbor, sonst denken die Amerikaner, man könnte Einsparungen bei der Militärpolitik machen. Und genau das ist ja auch verhindert worden. Ja, inzwischen weiß man, wie man dieses Land in Rand und Band kriegen kann, weil dermals viele Arbeitsplätze, Universitäten, Wasserdenkfabriken abhängig sind davon, dass dieser militärisch-industrielle, intellektuelle und publizistische Komplex aufrechterhalten wird. Also ich wüsste nicht, wie ich als Politiker mir überhaupt noch ausdenken kann, wie ich nach und nach diese riesen Fabrikationsanlagen nur für Militärtechnik umsteuern soll in zivile Produktion, die dann wiederum aus China das zurückholen, was sie darüber, was die Wall Street nach China verlagert hat und was bei uns die Gefahr ist, dass es natürlich auch passiert.
Wenn man sich sowas anhört und weiß aus der 68er-Zeit und der Diskussion auch rund um den Vietnamkrieg, welche Kritik es an der militärisch-industriellen Komplex an sich in den USA, aber auch grundsätzlich aus der Linken gegeben hat, fragt man sich, wo sind die eigentlich alle geblieben? Wo ist eigentlich die Kritik? Es gab mal Stamokap-Theoretiker, die sich also sehr auf der ganz äußersten Linken sehr kritisch mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus und all diesen ganzen Systemen befasst haben. Wenn man sich heute solche Ex-Figuren auch in unseren Regierungen anschaut, die eine solche politische Herkunft haben, die sind alle weichgespülte Kapitalisten geworden und auf der Seite der USA marschierend. Ja, wundert einen. Aber ich meine, wenn ich Geheimdienst à la CIA machen würde, würde ich in alle Gruppierungen, welcher Couleur auch immer, von rechtsradikal bis linksradikal, terroristisch auch, überall meine Leute drin haben, sodass ich bei jedem Moment, wo es notwendig erachtet wird, Spannung erzeugen kann. Minderheiten gegen Mehrheiten treiben also auf jeden Fall. Und dann wollte ich noch sagen, im Grunde genommen war es ja der Eisenhower, ein ganz konservativer General, der plötzlich aufwachte, als der amerikanische Kongress Waffensysteme besorgte, die er für völlig unnütz hielt als kommandierender General der Eroberung von Europa. Also ich habe mal auf dem Flug nach USA neben einem Waffenlobbyisten gesessen oder einem Waffenvertreter und sah so in seinen Akten so ein bisschen rüber und kamen wir ins Gespräch und er sagt, wie kommen Sie denn im Kongress zurecht? Er sagt, das ist gar kein Problem. Bei allen wichtigen Leuten, die im Kongress irgendwas zu sagen haben, bauen wir eine Filiale auf und wenn dann irgendwelche Schwierigkeiten kommen, drohen wir die zu schließen und damit kriegen wir auch viel. Und dann wird natürlich massiv die ganze politische Landschaft finanziert. Ja, ja. Sie haben darauf hingewiesen, und das macht die Sache ja unabhängig jetzt mal von der inneren Seite so dramatisch, dass es im Prinzip keinerlei Methoden oder Maßnahmen gibt, die nicht eingesetzt werden, um einen Herrschaftsanspruch durchzusetzen. Ein Herrschaftsanspruch, da haben Sie dankenswerter darauf hingewiesen, der jetzt nichts mit den USA als Land zu tun hat, sondern letztendlich mit Finanz- und Industriekreisen, die dahinter stehen und sich, wenn man so will, die USA so als den Knüppel nutzen, um weltweit aufzutreten. Aber es gibt keine Methode und auch keinerlei moralischen Grenzen. Das ist das Problem. Es ist nicht das Wohl der USA, was da betrieben wird von der CIA, sondern es ist letztlich, ob man das nur Wall Street nennt, aber auf jeden Fall die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen. Und es hat schon in den 30er Jahren der Chef der Marines, der sagt, ich habe jetzt 30 Amtsjahre hinter mir, ich habe eigentlich nur für die Wall Street Interventionen in ganz Lateinamerika und Südamerika gemacht, eine nach dem anderen. Und es war nicht im Interesse des Landes, sondern es war Interesse von Spezialinteressen. Und das ging ja dann nach 1945 weiter. Der erste Eingriff war, glaube ich, in Guatemala. Da dachte der Präsident, es wäre doch denkbar, dass man das enteignete oder weggekaufte Land, das den United Fruit bekommen hatte, dass man das, was die United Fruit auf dieser Insel nicht braucht, nämlich die Spitzen, die Gipfel und ich weiß nicht was alles, das kann ich doch meinen Indianern zurückgeben und das kann ich auch als Wahlkampfversprechen machen. Dann haben die den radikal kaputt gemacht. Die haben, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, die haben dann recherchiert, dass wenn man den Indianern irgendwelche Schlangen oder irgendwelche Kombinationen auf den Weg legt und wenn man Radiostationen dazu benutzt und so weiter. Dann haben sie 2 Jahre Kampagne gemacht gegen diesen Mann. Am Ende war er erledigt und das Programm war zerstört. Und das haben sie in 50 Ländern, das kann man im Einzelnen hier überhaupt nicht ausführen. Aber es ist ja im Grunde genommen den Völkern
die eigenen Regelkreisläufe genommen. Normalerweise muss ja dann, wenn ein Grad von Unzufriedenheit da ist, gibt es dann doch irgendwo vielleicht eine Revolution, wenn sie nicht von außen angestoßen ist. Im Augenblick können wir sagen, dass alle Revolutionen, auch der arabische Frühling, das ist alles von außen angestoßen. Und das Interessante ist, dass 2001, drei Wochen nach dem 11.09., der frühere NATO-Oberbefehlshaber Clark bei seinen Stabschefs vorbeiging und dann riefen die, ich sage, komm mal rein, Kamerad, wir haben da ganz interessante Aufträge bekommen. Da sagt er, wir haben jetzt von Rumsfeld, vom Verteidigungsminister, den Auftrag, ich glaube in 8 oder 9 Staaten Regime Change zu organisieren, militärisch. Und das sind all die Staaten, die jetzt diesen arabischen Frühling, das heißt, die haben von zwei Seiten gearbeitet, die haben die Thinktanks genommen, wie können wir die unzufriedenen Massen auf die Straße bringen, und da gibt es ja auch gar keinen Grund, nicht zu sagen, dass das die Unzufriedenheit teilweise zu Recht ist. Sie sehen nur in der Regel nie gestandene Leute, sie sehen schreiende Jugendliche und vielleicht noch ein paar schreiende Frauen, also auf jeden Fall haben sie das Gefühl, daraus kann eigentlich, ist nicht der Hefeteig, aus dem eine neue Ordnung entstehen kann. Und wie gesagt, die militärische Seite ist vorbereitet, Libyen war vorbereitet, Syrien war vorbereitet, Libanon ist vorbereitet, Iran ist vorbereitet. Das geht jetzt in einem fort. Und Sie können im Grunde genommen als Publikum schon sehen, wenn Sie 3, 4, 5 Wochen, jeden Abend, nur eine Schrecklichkeit nach der anderen eines Landes vorgeführt bekommen. Dann haben Sie die Madison Avenue vor sich. Das ist Reklame, die in Amerika ausgearbeitet worden sind. Und Sie finden ja jetzt überhaupt keinen Beitrag mehr über Libyen. Das war, haben Sie doch jeden Abend gekriegt, wie schrecklich dieser Gaddafi war. Ja. Ich will den gar nicht verteidigen, aber jeden Abend. Jetzt kriegen Sie jeden Abend vorgeführt, es wird überhaupt nicht, den Christen beten dafür, dass der bleibt, weil sie sagen, dann kommt ein solches Tohuwabohu von Religionen, die gegeneinander kämpfen, und diese Todesschwadronen, die ja von außen auch noch finanziert und alimentiert werden, dass wir da gar kein Überleben mehr sehen. Also sie werden manipuliert noch und noch. Und achten Sie darauf, immer dann, wenn die Gegenseite überhaupt nicht zum Wort kommt. Der Saddam hat ja gar keine Chance, auch nur irgendwas zu sagen. Und der Gaddafi ganz genauso. Dann sind sie wie ein Hasen, wenn sie im Scheinwerfer im Auto durchs Feld fahren und haben irgendein Tier vor sich, was nicht wagt, aus dem Scheinwerferkegel rauszugehen. In der Situation sind sie durch die Art von Presselandschaft, in der wir leben. Wenn wir uns das jetzt anschauen, Ganz kurzer Blick mal in Richtung Osteuropa, in die Peripheriegürtel Russlands. Auch da haben wir ganz besondere Formen von sogenannten orangen Revolutionen. Auch da weiß man ja inzwischen, dass Hintergründe oft etwas anders sind als die Hintergründe, die uns in den Medien... Da sitzt ein Bundestagsausschuss und untersucht, warum das Konsulat oder die Botschaft in Kiew hemmungslos Visa erteilt hat, also busladungsweise, flugzeugweise, ohne überhaupt zu recherchieren. Meine These ist, das ist eine Kooperation mit den Amerikanern. Die orangene Revolution, wie all diese farbigen Revolutionen, werden vorbereitet in den Thinktanks in den Vereinigten Staaten. Dann braucht man ja Leute, die immer rechtzeitig vor der Fernsehkamera mit den orangenen Schals und winken und ich weiß nicht was und die entsprechenden Interviews geben. Das muss alles vorbereitet sein. Und was ist das Gescheiter, von der Ukraine und von Kiew in die Bundesrepublik zu fliegen? Gibt es genügend amerikanische Standorte oder vielleicht machen auch irgendwelche Stiftungen mit? Und dann wird denen erklärt, wie sowas geht. Und dann kriegen die noch Handys, so wie sie sich organisieren müssen und so weiter. Sie kriegen ja auch bei diesen ganzen Konstruktionen, ob es Terroristen sind oder diese Leute, die diese Unruhen organisieren, sie kriegen nicht die Organisatoren
vor die Flinte. Das bleibt sozusagen, da gibt es eine Struktur, die organisiert das. Da hat jeder vielleicht 10, 20 Mann sozusagen aufzurufen. Ich glaube, das ist auch in Frankreich getestet worden, schon bei mehreren Aufständen oder bei Unruhen. Sie kriegen auch nie den Hinweis, wer was finanziert. Und Nervus Rerum ist das Entscheidende bei all diesen Fragen. Keine Revolution funktioniert so, dass ein Bauer, sagen wir mal, auf 3 Wochen sein Land verlässt. Das gibt es nicht. Es sei denn, es gibt eine Finanzierung dazu. Und ein Arbeitnehmer kann auch seine Familie nicht allein lassen. Da gibt es also Geld in großen Strömen. Das ist, wenn man die CIA-Operationen sich anschaut, ist im Großen, sehr häufig ist es Drogengeld. Also auch Geldwäsche, die die haben diesen Afghanistan-Krieg in Vietnam haben sie angefangen damit, dass sie Bergstämme genommen haben. Die haben Rohopium angebaut, also Mohn angebaut. Die CIA hat denen die Waffen gegeben. Die haben sich verpflichtet, Jugendliche sozusagen zum Guerillakampf gegen die Vietcong einzusetzen. Und auf dem Rückweg hat die CIA mit nicht hoheitlich gezeichneten Flugzeugen oder Hubschraubern die Rohmasse wegtransportiert und hat sie zu den Raffinerien nach Thailand gebracht. In Thailand war wiederum die thailändische Armee damit beauftragt und beziehungsweise hat sich damit eine goldene Nase verdient, einigen. Und dann geht das weiter über im Grunde die organisierte Kriminalität. Also der größte Teil der Kriminalität, mit denen wir hier täglich zu kämpfen haben, mit diesen Drogenabhängigen, hängt letztlich damit zusammen, dass das alles ein Riesenkreislauf ist, der im Grunde genommen nicht unterbrochen werden darf. Und das haben die Taliban in Afghanistan gemacht? Ja, natürlich, klar. Ja. Die Taliban waren diejenigen, die gedacht haben, sie würden den Amerikanern einen Gefallen tun, wenn sie den Drogenhandel unterbinden. Ja. Genau das war der Fehler. Ja. Denn mit diesem Drogenhandel, nicht, dass Sie mich falsch verstanden, das sind alles Instrumente, die man in ihren Elementen nicht gutheißen muss. Nicht? Das wird einfach so genommen, wie es ist. Und da die Menschen menschlich sind, wird das so. Und von da geht das dann über Tschetschenien. Und dann wundert man sich, dass in Tschetschenien dauernd Unruhen sind. Und ich weiß nicht was. Und die russische Herrschaft als völlig unerträglich dargestellt wird, was sie möglicherweise auch teilweise ist. Aber die Frage ist, ob diese Drogenhändler, die das jetzt machen, das insgesamt dann besser organisieren. Und dann kommt das über Albanien, wie auch immer, wenn wir dann im Kosovo eingreifen, dann sind auch da schon wieder diese Ströme. Und ich habe das interessante Interview gehabt, nein, nicht ein Interview, ich habe ein Gespräch gehabt mit Herrn Storbecke von Europol. Meine Fraktion war so fleißig und hat ein neues Anti-Geldwäsche-Gesetz gemacht. Und ich habe dann mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, also die CIA handelt mit Leuten, die sie letztlich mit Drogen finanziert. Und wenn der Drogenbauer in Birma sein Geld nicht bekommt, dann ist er auch nicht bereit, in den Kampf zu ziehen oder seinen Sohn in den Kampf zu ziehen. Wenn das so ist, dann darf entlang der ganzen Strecke bis hin zum Verkauf an den Einzelnen auf der Straße und der Geldwäsche in Wall Street oder jetzt wird die Schweiz wird jetzt kaputt gemacht durch die Amerikaner, das muss jetzt woanders hin. Da darf nirgendwo unterbrochen werden. Also keine Lücke. Das ist ein Kreislauf, der darf nicht unterbrochen werden. Das sagt er mir als Antwort, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Das war der Chef von Europol. Also eine an sich Bankrotterklärung. Finster aber, ist das. Ja. Wenn wir jetzt Resümee, denn das ist so ein Thema, wie auch der Bürger, ich sag mal so, die Wachsamkeit schulen kann. Also auf einen Punkt haben Sie hingewiesen, wenn es ein komplettes Ausbleiben jeglicher Gegendarstellung, also wenn die betroffene Seite eigentlich nie zu Wort kommt, darf man berechtigt misstrauisch sein? Wie ist das? Haben Sie da Erkenntnisse bei angeblich oder wirklichen terroristischen Anschlägen hier in, ob das London ist, ob das also nicht nur 9/11, sondern auch viele Folgeaktivitäten oder Terrorgruppen, die plötzlich entdeckt werden, wie Sauerlandgruppe oder sonst irgendwas. Haben wir da dasselbe Muster? Also das glaube ich ja. Sauerland ist für mich betreutes Bomben.
Das ist, also. Sie können, es ist doch so, also wenn Sie sich in Geheimdiensthirne jetzt hineinversetzen, also Sie müssen die Terroristen jagen. Als erstes nehmen Sie sich den Hassprediger vor. Ja. Und dieser Hassprediger, der wird möglicherweise von Saudi-Arabien bezahlt, wobei man immer bei Saudi-Arabien sagen muss, sie arbeiten ganz eng mit den Amerikanern zusammen. Das heißt also Salafisten und so weiter, das kann durchaus schon der erste Ansatz sein, der von außen versucht, das zu machen. Aber als Verfassungsschützer würde ich also da anfangen. Dann wird der natürlich predigen, dass man den heiligen Dschihad da machen muss und nach Möglichkeit nach Pakistan und von Pakistan nach Afghanistan fahren muss und dort in ein Lager ausgebildet werden muss. Das Reisebüro sitzt garantiert schon ein Geheimdienstmann. Der Mann, der in Pakistan den in Empfang nimmt, ist ein Geheimdienstmann oder arbeitet mit dem zusammen. Alle Verdienste doppelt und dreifach jeweils in verschiedenen Dienste. Dann werden sie nach Afghanistan geschickt. Im Lager ist ein Geheimdienstmann oder jemand, der doppelt verdient. Ja. Und dann kommen sie hier zurück und da, weil das alles aufgeklärt ist, beschattet die deutsche Polizei mit ihren Motorrädern oder was auch immer diese armseligen Hansel, die auf den Leim gegangen sind, wie die nun irgendwelche Kanister vorbereiten und tauscht denen Gott sei Dank noch. Also wenn sie darauf aus wären, eine False Flag Operation zu machen, würden sie den Sprengstoff nicht raus tun, dann würden sie es machen lassen, die Bevölkerung erschrecken lassen. Wir brauchen dringend noch mehr Abhörtechnik. Wir müssen alle Telefone abhören, wir müssen in die Computer überall eindringen, die sind völlig außerstande, diese Datenmassen, die Amerikaner ja auch nicht, die sammeln und immer mehr und der Ring um den Bürger wird immer enger, ja. Und die Sicherheitsbehörden werden fetter und fetter, die Sicherheit, die Homeland Security hat 180.000 Leute seit 2001 sich angelacht und militarisiert sich jetzt in einem unglaublichen Umfang, Konzentrationslager sind auch schon alle errichtet. Also das ist abenteuerlich, was da geschieht. Wenn man das will, dann wird die False Flag Operation laufen gelassen. Wenn man sagen muss, wir sind die Besten auf der Welt, wir deutsche Kriminalpolizei, dann tauscht man im letzten Moment die Flüssigkeit aus durch eine harmlose. Ja, und wird dann pseudomäßig aufgeklärt. Ja. Oder es gibt dann eben irgendeinen Dummy, den man dann sich krallt für irgendeinen Prozess. Oder es wird politisch ausgespielt, dass zufällig jetzt eine SPD-Regierung dann ist, da geht ein Terrorakt los, dann kann man wieder sehen, die können mit Terroristen nicht umgehen und umgekehrt. Also da sind alle Optionen offen. Ne? Ganz herzliches Dankeschön. Wir könnten noch wirklich lange weitermachen für diesen einerseits Blick hinter die Kulissen, aber auch das Schärfen, was die Wachsamkeit des Auges des Bürger betrifft, um hier das eine oder andere zu erkennen. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass es Menschen gibt wie Sie, die auf diese Punkte hinweisen, die das publizieren und sich da in dem Punkt auch nie haben bange machen lassen. Und ich hoffe, dass das auch weiter so der Fall sein wird. Und Sie haben an Ihrem Elan nichts verloren. Alles Liebe, alles Gute für Sie. Herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich will noch auf die aktuelle Publikation von Andreas von Bühle hinweisen, wobei das mit dem Hinweis verbunden werden soll, dass auch die etwas älteren Publikationen unverändert lesenswert sind, die es in jeder guten Buchhandlung gibt. Die aktuelle, die CIA und der 11. September, internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste, neue Erkenntnisse 10 Jahre danach.
ein Beispiel, dass jemand, der eine Analyse vor 10 Jahren vorgenommen hat, 10 Jahre danach eigentlich nur nachlegen kann, nichts revozieren musste. Die Analyse, die alte Analyse, ist durch das, was wir inzwischen wissen, mehr als bestätigt worden. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlamentskongress.